Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Ganz herzlich willkommen zum Mut Talk zum Thema Citizen Science. Und ich begrüße heute Daniel und Florian, die sich diesem Thema sehr verschrieben haben. Und ich möchte euch eingangs gleich einmal fragen, weil ich glaube, das ist in so einem breiten Publikum noch gar nicht so bekannt. Was ist denn Citizen Science überhaupt, damit wir wissen, worüber wir heute sprechen? Ja, hallo. Von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung gleich vorweg. Das finde ich sehr schön, dass wir da heute dieses Gespräch führen können. Citizen Science ist ganz vereinfacht gesagt oder ja, ganz einfach erklärt die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in wissenschaftlicher Forschung. Also das ist wirklich ganz verkürzt und einfach erklärt. Im Einzelfall gestaltet sich das natürlich sehr divers. Die Bürgerinnen und Bürger können zum Beispiel dabei helfen, eine Forschungsfrage zu entwickeln oder die Methode zu designen, Daten zu sammeln, Daten zu analysieren, zu interpretieren, aber auch Publikationen zu schreiben, also diese Ergebnisse dann auch zu veröffentlichen. Das können Sie in jedem einzelnen Schritt tun oder Sie können gleich überall mitarbeiten oder, das gibt es auch, gleich von vornherein ein Projekt komplett selber machen. Also auch das gibt es. Man muss nicht immer Wissenschaftler sein, um ein wissenschaftliches Projekt zu starten. Okay, jetzt bin ich ganz baff, weil das ist ja, also so der erste Satz, das ist noch gegangen, nicht? Aber dann kam eine ganze Menge an Möglichkeiten, die sich für die Bürgerinnen und Bürger auftun. Über das werden wir dann noch genauer sprechen. Jetzt würde mich aber auch einmal interessieren, wie seid ihr denn zu diesem Thema gekommen? Magst du, Florian, vielleicht da was dazu erzählen? Ja, also Citizen Science ist für uns zuerst einmal eine Forschungsmethode gewesen. Wir sind auf Citizen Science gekommen, weil wir ein Problem gesehen haben. Und zwar auf unseren alltäglichen Wegen auf Straßen. Unser Interesse zu Citizen Science hat eigentlich damit begonnen, dass wir überfahrene Tiere mit der Bevölkerung gemeinsam kartiert haben. Und zwar, das Problem war das, kennen wir wahrscheinlich alle, überfahrene Tiere auf den Straßen, begegnet uns fast jeden Tag dieses Problem. Und wir haben uns damals als Forscher gedacht, was gibt es zu diesem Thema eigentlich bereits für eine Forschung? Was kann man dagegen tun, gegen diese überfahrenen Tiere? Und sind dann eigentlich recht schnell draufgekommen, dass es eigentlich kaum einen Überblick gibt über wo werden welche Tierarten in Österreich überfahren. Und da wollten wir einen ersten Überblick schaffen. Und man kann sich vorstellen, Österreich besteht aus tausenden Straßenkilometern. Die kann man als einzelner Forscher eigentlich nicht ständig abfahren, um diese Tiere zu kartieren. Und so kam die Idee, dass man die Bevölkerung um Hilfe bittet in der Datensammlung. Und da sind wir dann in der Recherche draufgekommen, dass diese Einbindung der Bevölkerung in wissenschaftliche Forschungsprojekte bereits eine relativ lange Tradition hat und unter verschiedenen Begriffen läuft. Und so sind wir dann eigentlich zu Citizen Science gekommen. Also wirklich aus der Praxis heraus sind wir zu dieser Forschungsmethode gekommen und sind seither eigentlich begeistert, weil wir immer mehr dazugelernt haben, was alles möglich ist, wenn man mit der Bevölkerung gemeinsam forscht. Und wir sind in unseren Vorhaben auch bestärkt worden durch die Citizen Scientists, also durch die Teilnehmerinnen in unseren Projekten selber, weil wir auf sehr begeisterte Menschen gestoßen sind, die uns darin bestärkt haben, da mehr in Österreich zu machen. Wow, jetzt hast du mir so viel Material geliefert, dass ich hoffe, ich merke mir die Fragen, die mir selber eingefallen sind, die Forschungsfragen, die ich quasi an euch habe. Ich möchte gleich einmal damit beginnen. Also überfahrene Tiere ist ja schon einmal eine erstaunliche Forschungsfrage. Und noch einmal einen Schritt zurück, wie seid ihr denn auf die gekommen? Seid ihr Verkehrssicherheitsexperten oder wieso stellt man sich diese Frage überhaupt? Andere weichen aus, sagen, oje, oje, totes Tier, ich weiche aus, schau, dass ich nicht drüber fahre und die Sache ist erledigt. Wie seid ihr auf diese Frage gekommen? Ja, also Daniel und ich sind beides Ökologen und deshalb gab es schon generell mal ein Interesse an der uns umgebenden Umwelt per se. Und wenn man als Forscher durch seine Natur sich bewegt und
dann so ein Problem vor sich sieht, kann man eigentlich kaum die Augen verschließen und beginnt dann so eben damit mal zu recherchieren, was gibt es zu diesem Thema bereits. Und wenn man dann sieht, dieses Thema wird eigentlich gar nicht so stark beforscht, dann hat man diese Motivation, da etwas zu tun, mehr herauszufinden, Daten zu sammeln, Forschungsfragen zu entwickeln, Antworten auf diese Fragen zu finden und so weiter. Also da ist gleich eine Motivation von uns heraus da, einfach mehr zu wissen zu dem Thema. Okay, sehr spannend. Du hast jetzt erwähnt, ihr seid Ökologen. Sprechen wir vielleicht ganz kurz auch das über euren Background. Was macht ihr da als Ökologen? Wo seid ihr als Ökologen tätig, damit wir uns ein bisschen zu euch vorstellen können? Ich bin eigentlich ursprünglich sogar Zoologe. Also ich habe an der Universität Wien zuerst mein Diplom gemacht im Bereich Zoologie mit dem Schwerpunkt Evolutionsbiologie. Bin dann für mein Doktorat an die Universität für Bodenkultur Wien gegangen. Dort habe ich dann auch den Florian kennengelernt. Wir haben beide damals unsere PhDs gemacht am Institut für Zoologie, das sich vor allem, obwohl es Institut für Zoologie heißt, mit sehr vielen ökologischen Themen befasst. Die Universität für Bodenkultur Wien ist ja eine sehr, sehr angewandte Universität, wo sehr, sehr viel, wie soll man sagen, praxisnahe Forschung durchgeführt wird. Von dem her hat es einfach super gepasst, dass wir mit unserer neuen, unter Anführungszeichen neuen, weil so ganz neu ist diese Methode ja nicht, mit unserer neuen Forschungsmethode dort an der BOKU gestartet haben. Das ist quasi 2013 bin ich ans Institut für Zoologie gekommen, Ende 2013 und 2014 haben wir dann gleich mit unseren Citizen Science Aktivitäten mehr oder weniger begonnen. Beim Florian er hat eben mit diesen überfahrenen Tieren begonnen. Bei mir waren es am Anfang invasive Nacktschnecken, also eingeschleppte Nacktschnecken. Auch jetzt nicht unbedingt das gustiöseste Thema, das es gibt, aber trotzdem eines, das sehr, sehr viele Menschen bewegt und ja, motiviert auch mitzuforschen. Wir kommen da heute in spannende Bereiche, um die es in den Mood Talks sonst selten bis nie geht. Florian, woran arbeitest oder forschst du, wenn du nicht gerade die Bürger und Bürgerinnen mit einbeziehst in die Wissenschaft? Ja, ich habe eigentlich mein ganzes Studium an der Universität für Bodenkultur absolviert. Ich habe dort schon meinen Bachelor gemacht und meinen Master und wie Daniel auch schon erwähnt hat, auch meinen PhD dort absolviert. Ich habe Landwirtschaft eigentlich studiert und bin dann von den Agrarwissenschaften über Auswirkungen von Pestiziden auf Regenwürmer und Pilze im Boden zu den überfahrenen Tieren gekommen. Also ich bin jetzt nicht der klassische Spezialist in einem kleinen Forschungsgebiet, sondern bin sehr breit aufgestellt. Und gerade das macht mir sehr viel Spaß und auch ein Motivationsgrund, warum ich mich so breit mit Citizen Science jetzt beschäftige, weil ich einfach so viele Themen spannend finde und es gibt so viele wirklich, wirklich interessante Forschungsgebiete in Österreich. Da fällt es mir fast schwer, mich auf ein Thema zu spezialisieren. Und deswegen die Plattformarbeit bei Österreich Forscht ist einfach genial, wenn man da so viele Einblicke bekommt in so unterschiedlichste Themen. Und deshalb forsche ich ja zu den überfahrenen Tieren im Moment, aber wenn es wieder eine Forschungsfrage im Bereich Landwirtschaft gibt, dann werde ich mich auch damit wieder befassen. Also ich möchte mich da jetzt nicht allzu sehr spezialisieren. So abgesehen von der Vielseitigkeit hast du ja jetzt auch schon ein bisschen einen Zeitsprung gemacht von den überfahrenen Tieren und diesen ersten Ansätzen zu Citizen Science und du hast schon vorerwähnt eine Plattform. Das heißt, die gibt es und über die wollen wir heute auch viel sprechen. Erzählt doch vielleicht ein bisschen noch, wie war der Weg vom Einbeziehen der Bürger und Bürgerinnen zu den überfahrenen Tieren dann plötzlich zu einer, wie wir jetzt gehört haben, Plattform? Ja, das ist, ich glaube, da fange einfach mal ich an und Florian übernimmst dann einfach, wenn mir die Themen bzw. die Ideen ausgehen bzw. ich noch was vergesse. Ich glaube nicht, dass dir die Themen ausgehen.
Ja, also angefangen hat es eben mit den überfahrenen Tieren und auch mit den eingeschleppten Nacktschnecken. Wir hatten damals eben beide unsere Citizen Science-Projekte, die wir als unsere Doktoratsprojekte einfach verfolgt haben. Und sowohl der Florian als auch ich, wir hatten keinerlei Erfahrung im Bereich Citizen Science. Das war jetzt auch nichts, was wir im Studium irgendwie gelernt hätten, wie man jetzt mit Bürgerinnen und Bürgern forscht. Und von dem her, ja, haben wir uns da am Anfang auch ein bisschen ausprobiert und natürlich auch Fehler gemacht. Und wir sind dann irgendwann darauf gekommen, naja, da muss es doch noch andere solche Projekte geben. Es muss noch mehr sogenannte Citizen Science Projekte geben in Österreich. Und es wäre doch super, wenn man von denen ein bisschen lernen könnte, weil die haben ja vielleicht schon jahrelange Erfahrung. Gesagt, getan. Wir haben uns da ein bisschen, schlau gemacht, ein bisschen recherchiert und sind auf einige Citizen Science Projekte in Österreich gestoßen, die sich damals allerdings nicht Citizen Science genannt haben. Dieser Begriff Citizen Science ist ja ein relativ neuer, wurde Mitte der 90er geprägt von zwei Forschern aus den USA und aus England, unabhängig voneinander. Und die Projekte damals, die wir fanden, ja, die haben sich genannt Freiwilligenforschung zum Beispiel oder Laienmonitorings oder ja, unterschiedliche Namen für im Prinzip mehr oder weniger das gleiche Konzept, dass eben Bürgerinnen und Bürger in Forschungsprojekten beteiligt sind. Und da haben wir dann schon unser erstes Problem gesehen, eben dadurch, dass sich jedes Projekt irgendwie anders bezeichnet, ist es extrem schwer, sich untereinander zu vernetzen, aber natürlich auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger solche Projekte zu finden, weil wohin sollen sie sich wenden, was sollen sie in der Internetsuchmaschine eingeben, wenn sich jedes Projekt irgendwie anders nennt. Und da kamen wir dann auf die Idee, weil der Florian auch eben dabei war, eine Website für das Projekt Roadkill aufzubauen, machen wir doch gleich eine Plattform, wo wir unterschiedlichste Citizen Science Projekte präsentieren, einer interessierten Öffentlichkeit. Das soll ganz einfach gestaltet sein, soll einfach ein Portal sein, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger informieren können. Aha, diese Projekte gibt es, da kann ich mitmachen. Und so ist diese Idee mehr oder weniger entstanden. Also wir hatten da weder einen offiziellen Auftrag von der Uni oder von irgendeinem Ministerium, sondern es war einfach aus unserem eigenen Interesse heraus, dass wir gesagt haben, ja, einerseits wollen wir uns mit anderen Projektleitenden austauschen und andererseits wollen wir das eben auch den Bürgerinnen und Bürgern erleichtern, dass sie Projekte finden können. Und so ist das Ganze mehr oder weniger entstanden. 2014 war das. Und ja, wir hatten sehr viel Glück mit unserem Betreuer. Wir hatten beide den gleichen Betreuer für unsere Doktorarbeit, der gesagt hat, ja, natürlich, das unterstütze ich, das finde ich super. Aber wenn ihr das macht, dann solltet ihr doch vielleicht auch gleich eine Konferenz dazu organisieren. Oh, wow. Ja, und gesagt, getan. Also dieses Gespräch mit, wir sollten eine Konferenz organisieren, war im November 2014. Und im Februar 2015 war dann die Konferenz. Das heißt, das war ein ziemlicher Kraftakt, aber wir haben damit die erste österreichische Citizen Science Konferenz organisiert. Kurz davor, kann mich noch sehr gut erinnern, habe ich dem Florian eine E-Mail geschrieben. Du Florian, jetzt haben wir 9 Projekte auf unserer Plattform Österreich forscht. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle in Österreich. Und was uns die österreichische Citizen Science Konferenz jedes Jahr wieder gezeigt hat, ist nein. Wir haben bei weitem nicht alle, wir hatten nie alle es werden immer mehr. Zurzeit haben wir jetzt, ich glaube, circa 50 Projekte auf Österreich forscht aus den unterschiedlichsten Fachbereichen, während es am Anfang vor allem noch eben ökologische Projekte waren, weil wir auch diesen ökologischen Background hatten und unser Netzwerk vor allem in diesem Bereich eben war, sind es jetzt mittlerweile sehr viele Projekte aus den Geisteswissenschaften, aus den Sozialwissenschaften, aus der Medizin, aus der künstlerischen Forschung. Und vor allem sind das nicht nur Universitätsprojekte, sondern es sind Projekte von Vereinen, von Museen, von Behörden. Also die Bandbreite ist wirklich gewaltig. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, jetzt auch so im Rückblick, wie schnell diese Plattform gewachsen ist und wie divers sie in so kurzer Zeit geworden ist. Das klingt ja wirklich nach unglaublicher Vielfalt und Breite. Florian, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, nicht nur was jetzt wirklich im Endeffekt aus der Plattform geworden ist, sondern auch was sie für Features quasi bietet und
welche Anknüpfungspunkte sie auch für Bürgerinnen und Bürger bietet. Ja, auch da ist die Plattform in den Jahren extrem gewachsen. Wie Daniel erzählt hat, wie wir begonnen haben, war das einfach nur eine Website mit einer Auflistung von Projekten, die man sich halt durchschauen hat können. Mittlerweile sind wir aber so weit, dass es verschiedene Einstiegsmöglichkeiten gibt in Citizen Science, in wissenschaftliche Forschung. Man kann sich im ersten Schritt einfach nur informieren, was gibt es überhaupt zu Citizen Science in Österreich. Man kann sich eben die Projekte ein bisschen durchschauen. Wenn man jetzt aber mehr machen möchte, gibt es seit einem Jahr die Möglichkeit, sich in unserem eigenen Blog anzumelden und die verschiedensten Blog-Einträge, die es da gibt, auch zu kommentieren, Fragen zu stellen, zu bewerten. Man kann da direkt mit den Projektleiterinnen und Leitern in Kontakt treten und sich wirklich austauschen und Diskussionen beginnen. Und wenn man dann wirklich noch motivierter ist und noch tiefer eintauchen möchte, dann kann man eben bei all diesen verschiedenen Projekten auf der Plattform wirklich mitmachen. Und wie Daniel schon zu Beginn angesprochen hat, man kann hier verschiedenste Daten sammeln. Man kann Tiere und Pflanzen melden, wie man es üblicherweise kennt. Man kann aber auch neue Forschungsfragen jetzt gerade aktuell im Bereich Gesundheit einsenden. Also es ist wirklich sehr divers und ich glaube, es ist mittlerweile fast für jeden und jede etwas dabei. Und das Schöne an der Plattform mittlerweile ist wirklich eben, dass je nach Interessenslage, je nach Zeit, die man zur Verfügung hat, man sich beteiligen kann. Und auch die Konferenz, die wir ja jedes Jahr organisieren, ist extrem gewachsen, hat sich immer mehr geöffnet, weil die österreichische Citizen Science Konferenz ist nicht nur eine Konferenz für Wissenschaftler, die sich austauschen, sondern es gibt auch immer mindestens einen Tag, der komplett offen ist für alle, wo sich Projekte vorstellen, wo man als Bürgerinnen und Bürger einfach hingehen kann und in Citizen Science eintauchen kann. Und wir versuchen uns jedes Jahr aufs Neue, dass wir die Konferenz immer weiter öffnen, so dass wir wirklich die gesamte Konferenz gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern durchführen können. Und da möchte ich gleich ein bisschen Werbung reinschalten, nämlich die nächste Konferenz findet im Februar 2022 und zwar in Dornbirn statt, in Vorarlberg bei der Inatura, die uns dabei unterstützt, diese Konferenz zu organisieren. Es ist eines dieser Features auch der österreichischen Citizen Science Konferenz. Sie wandert durch Österreich, das heißt, es findet nicht immer alles in Wien statt. Soll es ja auch nicht, sondern wir möchten auch dorthin gehen, wo die Leute sind. Darum dieses Mal Dornbirn. Okay, müssen wir auf jeden Fall auch verlinken, damit man das leicht finden kann. Jetzt hätte ich folgende Bitte an euch. Ich habe so das Gefühl, dass für ein breites Publikum, das sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat, wahrscheinlich das Ganze immer noch ein bisschen abstrakt ist. Jetzt möchte ich euch bitten, an einem Beispiel zu erklären, in welcher Form Bürgerinnen und Bürger da forschen oder beitragen können, damit man so ein bisschen das griffiger kriegen kann. Ja, also ich glaube wirklich, das Projekt Roadkill, nicht nur, weil es mein eigenes oder unser Projekt ist, sondern weil es einfach ein Thema ist, das jeden betrifft und jeder kennt das, ist sehr anschaulich. Wenn man jetzt auf der Straße unterwegs ist und ein totes Tier sieht, ja, dann kann man mit Apps, wir haben eigene Apps programmiert für Android-Geräte und für iOS-Geräte, kann man dieses Tier melden. Ja, man lädt einfach nur diese App runter, meldet sich an und wenn man dieses Tier sieht, macht man ein Foto davon, wenn man stehen bleiben kann und es sicher genug ist. Und das GPS-Signal vom Handy wird auf unsere Karte übertragen, das heißt, es wird automatisch lokalisiert, wo sich dieses Tier befindet. Dann kann man dieses Tier bestimmen, soweit es möglich ist oder soweit man die Artenkenntnis hat und dann schickt man den Eintrag schon los. Und in derselben Sekunde taucht dieser Eintrag auf einer Online-Karte auf, für jeden sichtbar. Und da ist auch schon ein weiterer Schritt, wie man sich im Roadkill-Projekt einbringen kann. Und zwar, nicht jeder kennt jede Tierart in Österreich. Und wir wissen aber, dass in unserer Community im Projekt viele verschiedene Personen sind, die unterschiedlichste Tiergruppen sehr gut kennen.
Und diese verschiedenen Personen können dann die Einträge durchschauen und mit einem Kommentar unterhalb dazu schreiben, um welches Tier es sich handelt. Und so kann man voneinander lernen und die verschiedenen Tierarten kennenlernen, vielleicht auch lernen, wie man sie identifizieren kann. Und so lernt die Gemeinschaft voneinander. Okay. Daniel, du wolltest ein weiteres Beispiel bringen, weil das war jetzt schon recht anschaulich, einen viel genaueren Begriff schon. Ja, ein weiteres Beispiel, das vielleicht ein bisschen eine andere Form der Einbindung bietet, wäre zum Beispiel das Projekt Deutsch in Österreich. Geht jetzt in eine ganz andere Richtung, also wir gehen von der Ökologie hin zu der Sprachwissenschaft. Und dieses Projekt wird durchgeführt von der Universität Wien. Und dort können einerseits die Bürgerinnen und Bürger eigene Forschungsfragen einschicken. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben zum Thema deutscher Sprache in Österreich, dann können Sie das an das Projektteam schicken. Wenn es zu dieser Frage vielleicht schon eine Antwort gibt, dann wird diese Frage natürlich beantwortet. Wenn es zu dieser Frage allerdings noch keine Antwort gibt, dann wird die Person, die diese Frage eingesandt hat, dazu eingeladen, gemeinsam mit dem Projektteam ein Forschungsprojekt dazu zu starten, um diese Frage dann auch zu beantworten. Weiters gibt es ganz ähnlich wie jetzt beim Projekt Roadkill auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Projekt Sprache, deutsche Sprache im öffentlichen Raum quasi fotografieren mit ihren Smartphones, also wenn sie irgendwo Schilder sehen, Sticker etc., wo zum Beispiel Dialektwörter verwendet werden. Dann können Sie die fotografieren und auch wieder über eine Website hochladen. Und so wird versucht, eine Karte der Dialekte in Österreich zu kreieren, zu schaffen, gemeinsam mit der Hilfe der Bürgerinnen und Bürger. Und eine dritte Einbindungsform gibt es auch noch. Man kann nämlich sogenannte Dialekt-Memes erstellen, selbst erstellen. Die haben einen Meme-Generator auf ihrer Website. Und diese dann über die Social-Media-Kanäle teilen. Und so wird dann erforscht, wie sich Dialekt-Memes über die sozialen Medien verbreiten. Also auch eine sehr, sehr breite Form der Einbindung. Und so kann jeder eigentlich seine Lieblingseinbindungsform wählen und schauen, wie er mitforschen kann bei diesem doch spannenden Thema. Also die Themenvielfalt ist ja wirklich unglaublich. Und was ich jetzt euren Beschreibungen auch entnommen habe, ist, es geht nicht nur um, ich sage jetzt einmal ganz flapsig, Beschäftigungstherapie für die Bürgerinnen und Bürger, sondern die Wissenschaft arbeitet dann auch weiter mit den Daten, die durch die Zivilgesellschaft quasi gesammelt und kreiert werden. Kann man das so sagen? Ja, definitiv. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es gibt natürlich auch andere Projekte, die sicherlich total wichtig sind, sind Bildungsprojekte vor allem, wo eben oft auch mit spielerischer Weise oder durch forschendes Lernen werden Bildungsinhalte vermittelt. Aber dort gibt es per se jetzt eigentlich mal keine Forschungsfrage, die gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern beantwortet wird. Das unterscheidet diese Citizen Science Projekte von diesen eher Bildungsprojekten, wie wir sie nennen. Ohne die jetzt irgendwie schlecht machen zu wollen. Es ist einfach eine andere Art der Projekte. Und bei Citizen Science ist diese Forschungsfrage wirklich im Kern. Und da eben diese Unterscheidung teilweise nicht immer sehr einfach ist, haben wir gemeinsam im Netzwerk, gemeinsam auf der Plattform Österreich forscht, mit den Projektleiterinnen und Projektleitern, die dort vertreten waren, aber auch durch die Hilfe wieder von Bürgerinnen und Bürgern einen Kriterienkatalog entwickelt, den alle Projekte, die auf Österreich forscht gelistet werden müssen, erfüllen müssen. Also das heißt, da gibt es einen Fragebogen dazu, den müssen alle neuen Projekte beantworten, wenn sie gelistet werden möchten. Es wird dann evaluiert, wird dann gemeinsam mit den Projektleiterinnen und Projektleitern auch besprochen. Und erst wenn das erfüllt ist, können sie auf der Plattform gelistet werden. Das heißt also, alle Bürgerinnen und Bürger, die bei einem Projekt mitmachen, das auf Österreich forscht gelistet ist, können sich sicher sein, dass diese 20 Kriterien, die es mittlerweile sind, auch alle erfüllt werden, dass da wirklich Forschung damit betrieben wird. Ich glaube, jetzt hast du meine nächste Frage schon vorweggenommen. Die wäre nämlich so in Richtung gegangen, und ich habe dich jetzt so verstanden, dass es da auch ein bisschen, ich sage mal jetzt, Qualitätskontrolle geht. Das heißt, auch darauf zu schauen, auf diesen Unterschied, was ist Wissenschaft, was hat eine wissenschaftliche Grundlage und was ist es nicht. Liege ich da ungefähr richtig damit?
Ja, auf jeden Fall. Wir schauen mit dem Qualitätskriterienkatalog wirklich darauf, dass die Wissenschaftlichkeit gewährt wird, aber auch, dass die Zusammenarbeit dementsprechend gestaltet ist, dass es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe gibt, dass es einen wertschätzenden Umgang miteinander gibt, im Forschungsteam, aber auch im Forschungsteam im weitesten Sinn mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam. Also es gibt ethische Kriterien, es gibt Kriterien dafür, dass die Ergebnisse, die in dem Projekt entstehen, dann auch wieder öffentlich zur Verfügung gestellt werden müssen. Also dass die Daten und Resultate eben nicht in irgendeine Schublade verschwinden, sondern eben wieder zurückgespielt werden an die Öffentlichkeit. Es ist uns ein wirklich großes Anliegen, dass, wenn man schon mit der Bevölkerung zusammenarbeitet, dass eben alle Ergebnisse dann auch wieder öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Und diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe, dieser wertschätzende Umgang ist wirklich zentral in Citizen Science. Und das unterscheidet Citizen Science eben auch von eben Wissenschaftskommunikation, von Bildungsprojekten, dass man eben nicht als Forscher etwas erklärt und an die Bevölkerung gibt, sondern dass man wirklich zusammen an einem Projekt arbeitet und das gemeinsam voranbringt. Weil es geht wirklich nicht nur um die Datensammlerei, sondern es werden ganz oft, auch wenn jetzt der zentrale Fokus auf einer Datensammlung zu irgendeinem Thema liegt, sind die Projektleiter und Leiterinnen auch immer offen für die Ideen aus der Bevölkerung, ja, wie man das Projekt weiterentwickeln könnte, verbessern könnte und so weiter. Und da kommt ganz, ganz viel. Okay, ich möchte das wieder an einem Beispiel konkretisieren. Diesmal werfe ich euch das Beispiel hin. Ich bin draufgekommen, dass ich mein Smartphone auch als Partikel, als Teilchendetektor verwenden kann. Super toll, ja. Das heißt, man muss nur die Linse abdecken, dass also kein Licht hineinkommt und das, ich lasse das dann über Nacht laufen oder so. Und wenn ich das dann sehr, sehr vergrößere, dann finde ich unter Umständen Spuren von Myonen oder von Elektronen. So, ist das jetzt Citizen Science oder fehlt da noch was? Eine sehr, sehr gute Frage und alles nicht so einfach zu beantworten. Also wärst du jetzt eine Projektleiterin und würdest uns fragen, kann ich mein Projekt auf Österreich vorstellen, dann würde ich sagen, hier hast du den Kriterienkatalog, füll den einmal aus mit allen 20 Fragen und dann kann ich dir sagen, ob das passt oder nicht. Also generell ist einmal ganz wichtig, dass es da auch eine Forschungsfrage gibt. Darüber haben wir schon gesprochen. Und was für uns auch ganz wichtig ist, ist diese aktive Beteiligung. Das heißt, es soll wirklich der Bürger, die Bürgerin aktiv daran beteiligt sein, mitzuforschen. Es gibt nämlich natürlich auch Projekte, wo sich die Leute zum Beispiel ein Programm auf den Rechner runterladen und immer wenn sie den Rechner nicht verwenden, dann wird die Rechenkapazität dieses Rechners dazu verwendet, um komplizierte mathematische Fragestellungen zum Beispiel zu beantworten, komplizierte oder aufwendige Analysen durchzuführen mit dem Computer, dass man so eine Art virtuellen Supercomputer schafft durch das Zusammenschalten vieler Tausender normaler Rechner. Das wäre uns persönlich jetzt ein bisschen zu wenig an Beteiligung, weil man lädt sich das Programm runter, das läuft im Hintergrund, man vergisst das wieder. Also diese Beschäftigung mit der Wissenschaft findet da aus unserer Sicht eher weniger statt, zu wenig, um es als Citizen Science aus unserer Sicht zu bezeichnen. Ich sage jetzt ganz bewusst eben aus unserer Sicht, und mit unserer Sicht meine ich natürlich die Sicht des Netzwerks, das wir hier auch heute vertreten können. Weil international sind da durchaus auch andere Ansichten vertreten, die sagen, naja, das ist die erste Stufe für Citizen Scientists, damit sie sich mit dieser Forschungsmethode auch ein bisschen auseinandersetzen. Aber wie gesagt, für unsere Plattform haben wir gesagt, na, wir möchten da eine mehr aktive Beteiligung fördern. Das heißt also, diese aktive Beteiligung müsste dann natürlich in deinem Projekt auch gegeben sein, damit wir sagen können, ja, also prinzipiell würde das schon mal passen. Müssen wir dann noch schauen, wie die anderen Kriterien eben mit dieser Kommunikation und mit der Ethik etc., ob die zusammenfassen. Aber dann würde ich sagen, ja. Okay, na, da sehe ich ja noch Chancen für mein
zwei Tobi quasi. Ich habe vorher schon erwähnt, dass die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern für die Wissenschaft einen Nutzen haben kann, durch das zur Verfügung stellen von Daten und so weiter. Jetzt möchte ich gerne auch auf die andere Seite schauen. Wie schaut es denn da aus? Also seht ihr auch einen Mehrwert, einen Nutzen für die, die sich daran beteiligen? Und braucht es Citizen Science quasi auch für die andere Seite? Und warum könnte das hilfreich oder wichtig sein? Eine sehr, sehr gute Frage und auch eine Frage in unserem Qualitätskriterienkatalog, weil da ist zum Beispiel ein Kriterium auch, dass ein Nutzen, ein Vorteil für beide Seiten da sein muss im Projekt. Einerseits für die Forschenden, aber auch für die Citizen Scientists. Wie jetzt dieser Vorteil für die Citizens gestaltet ist, ist sehr projektabhängig. Ja, und wir sehen auch, da ist die Kreativität wirklich groß bei den Projektleiterinnen und Leitern. Es geht von, die Bürgerinnen und Bürger bekommen einen Einblick in die Forschung. Sie bekommen alle Ergebnisse zurückgespielt und können damit selbst weiterarbeiten, bis hin zu, sie werden in den Publikationen erwähnt und können so zur Wissenschaft beitragen. Oder es gibt auch ganz, ganz praktische Dinge. In manchen Projekten kann man Preise gewinnen zum Beispiel. Oder es ist einfach nur Motivation genug für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie Gleichgesinnte kennenlernen im Projekt und sich so austauschen können zu einem Thema. Personen finden, die sie sonst nie gefunden hätten, mit denen sie sich austauschen können. Also da ist wirklich die Bandbreite sehr, sehr groß. Mhm. Was mir auch da gleich einfallen würde, aber ich weiß nicht, ob ihr diese Ansicht teilt, ich hätte so den Eindruck, dass also so dieses Schlagwort Demokratisierung der Wissenschaft, spielt das auch eine Rolle? Daniel nickt. Ja, durchaus. Ja. Also wir sprechen da auch sehr gerne vom Empowerment, also von der Ermächtigung der Bürgerinnen und Bürger, die in Citizen Science-Projekten mitmachen. Das ist, muss nicht immer in jedem Projekt der Fall sein, aber kann durchaus ein Faktor sein. Und da möchte ich zwei, diesmal internationale Beispiele geben, die das eigentlich sehr, sehr anschaulich machen. In UK, also in London genauer, gibt es ein Institut, das heißt Mapping for Change. Und in diesem Institut arbeiten Forscherinnen und Forscher gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern an Fragen, die aus der Bevölkerung kommen oder an Anliegen, an einer positiven Verbesserung der Umwelt der Bürgerinnen und Bürger. Ganz konkretes Beispiel, die Bewohnerinnen des Londoner Bezirks Lambeth haben einfach dieses Gefühl gehabt, die Luftqualität in ihrem Bezirk sinkt, seit der neue Flughafen aufgemacht hat. Und die Behörden haben ihnen eigentlich keinen Glauben geschenkt. Und dann sind sie an dieses Institut Mapping for Change herangetreten. Die Forschenden dort haben gemeinsam mit ihnen eine Methode entwickelt, wie sie wissenschaftlich valide Daten zur Luftqualität in ihrem Bezirk sammeln können. Wurde dann über eine gewisse Zeit, wurden dann die Daten gesammelt, gemeinsam mit den Forschenden ausgewertet und da hatten sie dann quasi diesen Beleg, ah ja, stimmt, die Luftqualität sinkt. Damit sind sie dann wieder zu den Behörden gegangen und die Behörden mussten dann wirklich auch handeln, weil es wurde wissenschaftlich belegt, die Luftqualität ist schlechter geworden, ist sogar unter kritische Marken gesunken. Das heißt, die Behörden mussten reagieren. Ein anderes sehr, sehr tolles Beispiel finde ich, das ist ein Beispiel für ein Projekt, bei dem keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Anfang beteiligt waren, ist aus einer eher tragischen Situation heraus entstanden, ist jetzt ziemlich 10 Jahre her. Da war das große Beben in Japan mit dem Tsunami und der Atomkatastrophe in Fukushima. Und gerade am Beginn dieser Atomkatastrophe haben weder die japanische Regierung noch die Betreibergesellschaft TEPCO verlässliche Daten zur Radioaktivitätsbelastung in der Umgebung veröffentlicht. Das heißt, die Leute wussten einfach nicht, wie groß die Strahlenbelastung derzeit ist. Und irgendwann hat es dann einigen Bürgern gereicht und sie haben beschlossen, okay, dann bauen wir uns unsere eigenen Geigerzähler, machen unsere eigenen Messungen und laden diese Messergebnisse dann auf eine Website, wo sie jeder sehen kann.
Und zusätzlich laden wir auch noch diese Bauanleitung hoch, damit jeder selber einen Geigerzähler bauen kann und wieder Messungen machen kann und die hochladen kann. Und genauso ist es gekommen. Innerhalb von kurzer Zeit haben sehr, sehr viele Personen die Geigerzähler nachgebaut, die eigenen Messungen gemacht, die wieder auf die Website hochgeladen. Und damit hatten die Menschen in Fukushima zum ersten Mal die Möglichkeit, eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob sie jetzt gehen sollten oder ob sie noch bleiben können. Zu dieser Zeit sind dann auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dieses Projekt aufmerksam geworden. Und sie haben sich diese Daten angeschaut und auch diesen Bauplan für den Geigerzähler und haben gesagt, ja, das passt alles, das ist super. Also das ist wissenschaftlich valide. Und mittlerweile ist dieses Projekt weltweit tätig, das heißt Project Safecast. Man kann sich kann sich sogar mittlerweile einen kleinen Bausatz kaufen, um diesen Geigerzähler nachzubauen auf relativ einfache Art und Weise und dann die eigenen Messungen wieder machen, hochladen und andere können die wieder nutzen. Also das ist ein sehr, sehr tolles Beispiel meiner Meinung nach, wie Citizen Science auch den Bürgerinnen und Bürgern nutzen kann. Und so zeigen diese zwei Beispiele sehr gut, wie wir diese Demokratisierung der Wissenschaft verstehen. Und zwar meinen wir eben damit, dass man mit Citizen Science einen Einblick bekommt in Wissenschaft, wie Wissenschaft funktioniert und im weiteren Sinn dann auch lernt, selbst wissenschaftliche Methoden anzuwenden. Wir meinen damit nicht, dass eine Mehrheit entscheidet, was geforscht werden soll und was nicht. Und das ist ein großer Unterschied, wie man Demokratisierung der Wissenschaft verstehen kann. Ich glaube, das war eine ganz, ganz wichtige und wertvolle Ergänzung, um einen etwas unscharfen Begriff ein bisschen genauer einzugrenzen. Was ich jetzt auch aus diesen beiden spannenden Beispielen herausgehört habe, war, dass es durchaus sein kann, aber nicht sein muss, dass aus Bedürfnissen der Bevölkerung heraus auch Anstöße, Impulse für die Wissenschaft kommen, dass es aber nicht so sein kann, dass jetzt quasi die Bevölkerung ausschließlich bestimmt, woran geforscht wird und woran nicht, und wenn ich dich, Florian, richtig verstanden habe. Ich möchte jetzt auf einen Punkt noch eingehen. Wir nehmen diesen Videopodcast heute ja auch auf im Zusammenhang mit der Forschen statt Faken-Kampagne. Und da wollte ich euch auch fragen, ob eurer Einschätzung nach Citizen Science vielleicht auch einen Beitrag leisten kann, jetzt nicht unbedingt, um dieses Dilemma quasi aufzulösen, aber um vielleicht auch eine Annäherung zwischen wissenschaftlichen Methoden und dem mangelnden Verständnis dafür, sage ich einmal, vielleicht zu schaffen. Ich denke schon, weil man mit Citizen Science wirklich einen Einblick bekommt, was es heißt, wissenschaftlich zu arbeiten, was es bedeutet, eine wissenschaftliche Publikation zu verfassen, wie viel Arbeit da dahinter steckt, wie viele Levels es da gibt, wo Dinge hinterfragt werden in einer Studie, sodass am Ende auch wirklich man sicher sein kann, dass die Ergebnisse, die hier publiziert werden, valide sind. Ganz im Gegenteil zu einen Text auf einer Website, der im Prinzip von jedem verfasst wird. Also, dass man jetzt gerade in den Naturwissenschaften einen Blick bekommt, was ein Peer-Review-Verfahren ist. Also, dass es eben jeder Text, der veröffentlicht wird, begutachtet wird von der Community und nicht einfach nur online gestellt wird. Also, ich glaube, wenn man da diesen Einblick bekommt, was es heißt, wissenschaftliche Texte zu verfassen, dann beurteilt man Texte, die im Internet stehen, unterschiedlich, je nachdem, wer der oder die Verfasserin ist. Und ich weiß, es ist mittlerweile sehr schwierig zu unterscheiden, wer jetzt wirklich Expertenwissen hat, weil Experten gibt es mittlerweile viele, manche selbst ernannt, manche von anderen ernannt. Aber ich denke, mit der Beschäftigung des wissenschaftlichen Prozesses im Bereich Citizen Science bekommt man da ein sehr gutes Wissen, wie man Fachwissen und Wissen generell einordnen kann. Generell möchte ich da vielleicht auch noch ergänzen, dass Citizen Science ja nicht nur einen Einblick darin bietet, wie wissenschaftlich gearbeitet wird und wie die wissenschaftliche Methode funktioniert, sondern es bietet natürlich auch die Möglichkeit, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kennenzulernen. Das ist nämlich auch was sehr, sehr wichtig ist, aus meiner Meinung nach, ein bisschen vertrauter zu werden mit der wissenschaftlichen Methode, generell mit der Wissenschaft, weil oft wird gesagt, die da oben forschen irgendwas, was zu uns überhaupt keinen Bezug hat, etc. Und bei Citizen Science hat man die Möglichkeit, diese Leute, die da oben
unter Anführungszeichen, weil es sind ja nicht die da oben und es sind auch nicht die im Elfenbeinturm, sondern es sind ganz normale Menschen, die auch mal kennenzulernen, um mit denen zu reden, mit denen zu sprechen, mit denen vielleicht auch ein Bier trinken zu gehen. Also ich glaube, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um, ich möchte es vielleicht mal vertrauensbildende Maßnahme zu setzen, weil eben, es sind nicht immer, also es ist nicht so, dass es die Elite ist, die da forscht, sondern es sind Leute wie jeder andere auch und von dem her bietet Citizen Science einfach diese Möglichkeit. Und was wir sehen, es wird sehr geschätzt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie eben mal jemanden kennenlernen. Ja, ja. Weil ihr auch schon über die wissenschaftliche Methode oder Methoden gesprochen habt, ich denke mal, es ist ja auch ein Teil von wissenschaftlichem Arbeiten, sehr klar und deutlich zu machen, was man weiß und was man nicht weiß und da auch transparent zu sein. Und auch so, auch im allgemeinen Sprachgebrauch wird ja oft auf diesen Mut zum Nichtwissen auch dazu stehen zu können hingewiesen. Ich möchte aber mal die Frage ein bisschen umdrehen, auch in dem vorher angesprochenen Zusammenhang. Glaubt ihr, dass es vielleicht auch manchmal Mut zum Wissen braucht? So, gute Frage. Und ich glaube, ja. Allein schon, weil wir durch unsere Beschäftigung mit Citizen Science sehen, dass viele Leute eigentlich ein sehr, sehr großes Wissen haben, es aber nicht als solches erkennen, beziehungsweise nicht als solches deklarieren. Aus unserem Bereich, zum Beispiel aus dem Bereich Ökologie, in der Bevölkerung gibt es Personen, die sich über Jahre, Jahrzehnte mit bestimmten Artengruppen vielleicht befassen, die sich eine extreme Artenkenntnis angeeignet haben, die es heutzutage an den Universitäten kaum mehr gibt, weil man immer mehr und immer weiter spezialisiert werden muss oder sein muss auf der Universität. Das heißt, diese Expertinnen und Experten gibt es nicht an den Unis, sondern an den, sondern einfach in der Bevölkerung. Und da sehen wir einfach sehr häufig, dass die Leute unterschätzen, was für einen Wissensschatz sie sich da schon aufgebaut haben. Das heißt, auch diesen Mut dazu zu stehen, zu sagen, ja, und ich weiß das und ich kenne mich aus und ich habe das zwar nicht studiert, aber ich beschäftige mich einfach schon seit Jahrzehnten damit, den kann man sicherlich auch noch lernen und den kann man vielleicht noch ein bisschen stärker, ja, wie soll man sagen, in den Vordergrund treten lassen. Ich denke da auch noch an eine bisschen andere Variante von Mut zum Wissen und bin gespannt, ob ihr mit dem was anfangen könnt oder nicht. Wenn ich jetzt so mir anschaue, den aktuellen Hintergrund, den wir haben mit sehr, sehr komplexen Herausforderungen, wie zum Beispiel Klimawandel, Pandemie, dann habe ich so den Eindruck, dass das die Komplexität für Laien meistens relativ überfordernd ist. Ja. Und dass es vielleicht auch ein recht einfacher Weg ist oder der unmutigere Weg zu sagen, okay, ich höre mir jetzt lieber irgendwas an, was ich bequem aufnehmen kann und verstehen kann. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht manchmal auch diesen Schritt braucht. Vielleicht ist es auch weniger Mut, sondern eher so das Verlassen der Komfortzone oder so. Auch zu sagen, okay, ich werde jetzt nie Virologin werden. Ja, das Gebiet ist so komplex, das werde ich nie verstehen. Aber ich habe auch den Mut oder verlasse meine Komfortzone so weit, dass ich mich in den Möglichkeiten, die ich habe, damit beschäftige und versuche, das, was da jetzt in der Welt ist, auch zu verstehen und mir da ein bisschen Wissen anzueignen. Löst das irgendwas aus bei euch? Ja, durchaus. Ich glaube, Mut braucht man in dem Falle, weil man mit Wahrscheinlichkeiten zurechtkommen muss. Vor allem auch mit dem, dass Wissen sich ändern kann. Aber hat man jetzt in der Corona-Krise sehr gut gesehen, wie sich unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse im Laufe des letzten Jahres verändert haben. Es wurden Aussagen revidiert, die zu Beginn getroffen wurden. Man hat sehr viel dazugelernt. Und ich glaube, das muss man akzeptieren, dass Wissen nicht
in Stein gemeißelt ist. Rein aus persönlicher Sicht, mir wurde in der Schule eher beigebracht, was in den Lehrbüchern steht, stimmt. Und das wissen wir. Und so ist es. Ja? Auch in den Biologiebüchern, Physikbüchern und so weiter. Für mich war es durchaus eine Erkenntnis, dass vieles dieser Dinge, die ich in der Biologie gelernt habe, in der Schule, mittlerweile überholt ist. Teilweise gibt es widersprüchliche Erkenntnisse zu gewissen Aussagen, die noch nicht ganz aufgeklärt sind. Und ich glaube, das sollte man noch mehr vermitteln, dass unser gesamtes Wissen im Fluss ist, sich immer wieder verändert, verändern darf auch. Ja, und dass das nicht heißt, dass die Wissenschaft nichts weiß und zu unkonkret ist, sondern das Wissen, das wir haben, ist eben nicht fixiert, sondern wir wissen immer mehr und lernen immer mehr dazu. Und das muss man auch annehmen können. Ich glaube, wir lernen ja auch immer schneller, weil die Halbwertszeit des Wissens nimmt ja auch unfassbar ab. Also es ist schon auch herausfordernd, quasi auf einem guten Wissensstand zu bleiben. Und dafür braucht es vielleicht auch Mut. Ja, genau das meine ich auch eben mit Mut. Vielleicht seine eigenen Aussagen, die man in der Vergangenheit getätigt hat, basierend auf dem Wissen aus der Vergangenheit, zu revidieren und zuzugeben, na okay, jetzt habe ich mehr dazugelernt, jetzt habe ich eine andere Sicht auf diese Dinge. Und nicht darauf zu bestehen, was ich damals gesagt habe, obwohl ich es eigentlich jetzt besser weiß. Jetzt möchte ich euch gerne noch so quasi die Standardfragen der Mutmacherei stellen. Was macht euch Mut? Jeweils. Also mir macht Mut in Citizen Science, dass wir, seitdem wir diese Plattform gegründet haben, so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt haben, jetzt aus der Wissenschaft, aber auch aus der Nichtwissenschaft, die uns in unserem Weg bestätigen, dass es gut ist, zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen, offen zu sein. Und das macht mir eben Mut, dass es so viele Menschen gibt, die gerne Wissen teilen und die gerne zusammenarbeiten. Und das möchte ich eben weiter forcieren und vorantreiben auch. Sehr schön. Zusammenarbeit und Teilen macht Mut. Ja, finde ich auch. Ja, Florian, vielen Dank. Du hast jetzt quasi genau das gesagt, was ich auch sagen wollte. Eben diese Erfahrung, die wir in den letzten Jahren sammeln durften, dass es so viele Menschen gibt, die sich für Wissenschaft interessieren, die sich für das Erschaffen neuen Wissens interessieren und die das spannend finden, das macht mir Mut, weil gerade in den letzten Jahren mit den ganzen Fake News etc., mit diesen Diskussionen, was ist wahr, was ist nicht wahr, hat man ab und zu das Gefühl, man verliert so ein bisschen die Hoffnung in die Menschheit. Und durch meine Beschäftigung mit Citizen Science und durch diese, ja, Zusammenarbeit mit so vielen verschiedenen Personen, habe ich einfach festgestellt, na, das ist nicht so, dass alle Menschen so sind, sondern es gibt sehr, sehr viele Menschen, die wirklich ein Interesse, ein profundes Interesse an Wissenschaft haben und die gerne zusammen und gemeinsam neues Wissen schaffen. Und Daniel, nachdem dir fast die Antwort abgenommen wurde, fange ich bei dir an mit der anderen Frage. Wofür brauchst du, wofür braucht ihr jeweils Mut? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man sich unseren Weg so anschaut, die letzten Jahre, da haben wir für sehr, sehr viele dieser Schritte Mut gebraucht. Wir haben damals, als wir mit diesem ganzen Citizen Science, mit der Plattform etc. angefangen haben, ist uns sehr oft gesagt worden, erstens mit der Bevölkerung kann man gemeinsam keine Forschung machen, das funktioniert nicht. Die Qualität der Daten, der Forschung, die passt nicht. Dann wurde uns gesagt, naja, schaut nicht, dass ihr zu breit in euren Interessen bleibt, schaut, dass ihr euch fokussiert, weil nur wenn ihr euch fokussiert, werdet ihr irgendwann auch mal eine Anstellung bekommen. Und wir hatten damals den Mut, das anders zu machen und zu sagen, na, und wir wollen das probieren, gemeinsam mit der Bevölkerung zu forschen. Und nein, wir fokussieren uns jetzt nicht auf ein bestimmtes, keine Ahnung, auf eine bestimmte Tierart, sondern wir möchten eigentlich weiter diesen Überblick behalten
Und ja, im Endeffekt hat sich's ausgezahlt. Wir haben erfolgreiche Citizen Science Projekte gemeinsam mit der Bevölkerung durchgeführt und führen sie immer noch durch. Wir haben fixe Anstellungen an der Universität für Bodenkultur bekommen, um diese Plattform weiter zu koordinieren und zu betreiben. Und ich glaube, es wird auch in Zukunft noch sehr, sehr viele Gelegenheiten geben, wo wir Mut brauchen. Aber die Erfahrung hat uns gezeigt, das rentiert sich doch, diesen Mut aufzubringen. Sehr schön. Florian, ist dir jetzt die Antwort quasi auch vorweggenommen worden oder möchtest du noch was ergänzen? Ist bei dir ganz anders? Na, ziemlich. Man merkt einfach, dass Daniel und ich schon lange zusammenarbeiten und wir wirklich viel miteinander erlebt haben, durchlebt haben. Diese Unsicherheiten, die wir hatten, da haben wir wirklich Mut gebraucht. Da stimme ich Daniel vollkommen zu. Das sind jetzt nicht nur rein ideelle Fragen, die sich da getan haben, sondern auch, können wir es uns finanziell überhaupt leisten, als Privatpersonen uns in diesem Feld zu engagieren? Oder müssen wir schauen, dass wir neue Projekte einreichen oder in die Privatwirtschaft gehen oder sonst was, um unsere Miete zu zahlen, weil wir manchmal nicht gewusst haben, ob wir in 3 Monaten noch einen Job haben oder nicht. Und es hat sehr viel Mut gebraucht und ich glaube, auch in Zukunft werden wir noch viel Mut dafür brauchen, eben alle unsere Dinge unter einen Hut zu bringen, sozusagen. Unser wissenschaftliches Arbeiten, wo man 110% geben muss, unsere Lehre, unsere Familien, einfach alles zu schaffen, was wir uns so vornehmen. Ich glaube, dafür werden wir noch viel Mut brauchen, aber ich bin zuversichtlich, basierend auf dem, was wir schon alles geschafft haben. Ja, dann ganz herzlichen Dank für euren Mut, vor allem auch für euren Mut, dass ihr Wissenschaft auf Augenhöhe auch bringen wollt und so vielen Menschen die Möglichkeit gebt, durch eure Plattform in Projekten dieser Art mitzumachen. Danke auch für eure Zeit, dass ihr da wart am Mood Talk. Ich wünsche euch alles Gute für die Plattform, für die Konferenz. Ich werde die auch gerne verlinken, gerne auch posten. Und danke, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. War eine sehr, sehr kurzweilige und schöne Stunde. Das freut mich. Vielen herzlichen Dank. War wirklich sehr schön und vielen Dank, dass uns hier der Raum gegeben worden ist, um unsere Ansichten und unsere Plattform herzeigen zu können. Danke sehr. Sehr, sehr gerne. Mood Talks.